Du willst erfolgreich auf Forellen angeln. Du willst wissen, wie man an kleinen Forellen sehen oder an großen Forellen sehen oder auch an Vereinsgewässern erfolgreich viele, aber auch dicke Fische fängt. Dann solltest du dir auf jeden Fall dieses Video hier anschauen. Hi Leute, Hubertus hier von Fishing King. Neben mir steht heute Michael Karlstadt, der Forellenpapst im deutschsprachigen Raum überhaupt. Moin Micha, schön, dass es geklappt hat. Ja, hallo, moin moin und guten Tag, wie ich immer so schön sage. Ganz genau. Kurz für all diejenigen, die den Micha noch nicht kennen werden, die meisten Forelleninteressierten und Forellenexperten von euch werden den Micha kennen. Sei es von seinem YouTube-Kanal, den er seit vielen, vielen Jahren betreibt. Michael Trouts, genau. Michael hat mehrere Bücher geschrieben. Ein Buch zum Thema Forellenangeln ist Autor in der Zeitschrift Angelsee. Die beschäftigt sich ja nur mit den Forellen. Angelsee aktuell, Angelwoche, seit 14 Jahren mittlerweile als ständiger Mitarbeiter und im Blinker. Und seit knapp 45 Jahren bist du leidenschaftlicher Angler und davon seit 20, 25 Jahren Forellenfischer. Ganz genau. Zu Anfang mit der Fliege, jetzt an Forellen sehen. Seit rund 10 Jahren, ne? Alleine schon seit 14 Jahren mache ich schon fit für den Forellensee, für die Angelwoche. Also eher 15, 16, 17, 18 Jahre. Und genau so habe ich den Michael damals auch kennengelernt, nämlich über auch diese Ratgeber, die du damals geschrieben hast, fit für den Forellensee, genau sowas nämlich. Und verfolgt dich selber schon seit über 10 Jahren, weil Forellenseeangeln ist für mich auch schon immer eine Leidenschaft gewesen. So habe ich auch mit dem Angeln angefangen am Forellensee. Und ja, Michael ist mittlerweile auch bei uns University-Experte und Dozent. Wir haben nämlich glücklicherweise seit letztes Jahr auch die Zusammenarbeit gestartet und haben gemeinsam einen Online-Kurs rund um das Thema erfolgreiches Forellenangeln abgedreht und produziert. Das ist ein richtig cooler Kurs mit über 45 Videos, wo Micha all sein Wissen zum Thema Forellenfischen verrät. Wer noch mehr über das Forellenfischen lernen will, der kann sich das unter dem Video mal anschauen. Dort haben wir einen Link und dort gibt es eine kostenlose Videoserie von Michael zu seinem Online-Kurs. Schaut euch das einfach mal an. In diesem Video wollen wir aber jetzt zuallererst, haben wir uns das Hauptziel gesetzt. Wir wollen euch zeigen, also sprich Einsteigern, Anfängern, aber auch Fortgeschrittenen, wie ihr wirklich erfolgreich am Forellensee sein. Wir haben wirklich überlegt, was muss man da wissen? Also was sind die ultimativen Wissensnuggets, die wir mitgeben können? Und wir haben festgestellt, es dreht sich häufig um 6 Punkte, um genau zu sein, um 6 Fehler, die immer wieder gemacht werden. Ganz genau. Und wenn man die nicht macht, dann macht man es nämlich richtig. Deswegen bauen wir es so automatisch. Ne? Wir erklären kurz den Fehler und dann zeigen wir, beziehungsweise Michael wird es zeigen, wie es richtig gemacht wird. Ganz genau. Deswegen ein spannendes Video, ich freue mich auch schon drauf. Und auch die fortgeschrittenen Profis werden sich vielleicht bei dem einen oder anderen Fehler wiederfinden. Ne? Weil es sind häufig die Basics, die man immer wieder mal vergisst und auffrischen sollte. Ganz genau so ist das, ja. So ist es wie überall im Leben. Und deswegen würde ich sagen, bevor wir starten, wo sind wir hier? Kurze Werbeeinblendung. Du bist noch auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk für deine Liebsten? Dann verschenke doch das schönste Hobby der Welt. In Form von einem Fishing King Gutschein für einen Online-Kurs oder Kombikurs zum Angelschein. Diese Gutscheine sind entweder als Teilbetrag oder als vollen Kursbetrag möglich auswählbar. Du kannst sie entweder als schicke Papierkarte hier oder zum sofort selber ausdrucken, falls es ein bisschen zu spät sein sollte. Alle Infos zu den Gutscheinen, zu den Online-Kursen für die einzelnen Bundesländer findest du unter Video in der Infobox oder hier oben rechts. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Verschenken. Viel Spaß jetzt weiter mit dem Video. Michael, du hast mich hier an einem coolen See eingeladen. Genau, Waldsee Bad Lahr, wunderbares Gewässer, 4 Hektar groß, 13 Meter tief. Also kein einfaches Gewässer. Für die meisten. Je nachdem, genau, auf jeden Fall können sich hier die Forellen verstecken. Mhm. Es ist also kein kleiner Teich mit 20 mal 20 Meter, sondern es ist wirklich einfach auch ein großes Gewässer. Und man muss einfach davon ausgehen, dass 80% der Forellen sich vielleicht auf 10% der Fläche aufhalten. Das heißt, wir müssen ein bisschen was wissen, wo sind die Forellen überhaupt? Und das ist eigentlich so der erste Tipp schon. Ganz genau, das ist nämlich direkt die Überleitung zum ersten Fehler. Wir sind hier an einem Gewässer, wo man das nämlich genau häufig falsch machen kann. Also hier muss man diese Fehler auf jeden Fall umsetzen, die Tipps. Ja. Legen wir deswegen los. Erster Fehler ist falsche Stellenwahl. Ganz genau. Und wir wollen das Ganze jetzt mal erklären, was man falsch machen kann. Sei es einmal für so große Seen, wie auch Vereinsgewässer, aber auch für kleine Seen. Ja. Und eine Sache haben wir auch gesagt, wir orientieren uns dabei auf die folgende Jahreszeiten, Herbst, Winter und Frühjahr. Genau, eigentlich auf die kühle Jahreszeit. Genau. Weil jeder von euch sollte wissen, Forellen sind Kaltwasserfische, sprich lieben Temperaturen um die 7 bis 16 Grad. Ja. Und im Sommer ist es häufig eh an den kleineren Gewässern so, dass die Forellen kaum noch beißen oder wenig besetzt werden. Ja, ganz genau. Dann wird da auf Störer und so weiter ausgewichen. Auch ganz kurz noch vorweg gesagt, die Punkte, die wir jetzt hier erläutern, die wollen wir natürlich auch direkt umsetzen. Und im Idealfall fangen wir gleich auch noch ein paar Fische. Ne? Genau. So. Legen wir los, also wir wollen ja jetzt auch starten, wir sind jetzt hier an diesem großen Gewässer. Was muss ich jetzt als Einsteiger beachten? Ich war ja wirklich auch noch nie fischen. Wie sollte ich jetzt vorgehen?
Ich denke mal, hier ist die Vorbereitung die halbe Miete, oder? Ganz genau. Also zum einen, was ich allen Leuten nur raten kann, sowohl an kleinen als auch an großen Gewässern, einfach mal vielleicht auch einen Tag vorher hinfahren und einen Kaffee trinken und einfach mal gucken, wo wird denn gefangen. Weil manchmal sind auch die Tipps unorthodox, auch das muss man sehen. Heißt? Im Augenblick zum Beispiel würde ich mich in der kalten Jahreszeit an einem großen Gewässer dahinstellen, wo der Wind drauf steht. Das heißt, der Wind kommt aus der Richtung. Deswegen liegt hier vorne im Augenblick auch das ganze Laub, was das Fischen zwar erschwert, aber die Forellen hier auch übertreibt. Ganz genau. Wogegen im Hochsommer die Forellen wahrscheinlich gegenüber sind, weil einfach das warme Wasser rübergetrieben wird. Auf der anderen Seite steigt das kalte Wasser hoch. Zirkuliert, ne? Zirkuliert einfach. Und dann kann dieser Tipp zum Beispiel völlig falsch sein. Ja, deswegen ist immer ganz, ganz wichtig, also Hochsommer, Wind abgewandte Seite und Winter auf Wind zugewandten Seite. Ganz also genau da, wo es Laub, wo der ganze, die Nahrung, alles hingetrieben wird. Das ist schon mal der erste Tipp. Wir fangen auch bei den großen Gewässern ja deswegen an. Ja. Okay. Wenn ich jetzt das rausgefunden habe, okay, hier die ganze Ecke ist schon mal gut. Aber jetzt nehmen wir an, hier vorne haben wir einen Einlauf, da vorne haben wir den Ablauf vom Gewässer, also den Mönch sozusagen. Ja, ja. Was sind da jetzt deine Tipps? Das ist bei einem großen Gewässer nicht entscheidend, sondern eher, wie tief ist das Gewässer? Sind Quellen da? Das muss man einfach, das ist einfach eine Erfahrungssache. Eine Quelle, das weiß ich, das sehe ich von außen nicht. Da kann ich anrufen oder auf der Internetseite nachgucken. Das ist zum Beispiel eine Sache. Mhm. Oder dass man auch im Winter einfach mal guckt, wenn eine Eisschicht drauf ist. Wo ist diese Eisschicht unterbrochen? Da könnte zum Beispiel eine Quelle sein. Also da kommt eben das Wasser dann hoch. Wäre eine typische Sache. Einfach beobachten, auch über Jahre. Ja, okay. Mhm. Also Quellen suchen, Wassereinläufe oder halt unter Wasserquellen. Ja. Dann, jetzt wenn wir im Frühjahr und Herbst sind, ist es ja so generell also ein bisschen leichter wieder. Aber was würdest du da auch empfehlen jetzt in der kalten Jahreszeit? Ablauf ist ja manchmal auch ziemlich gut, die tiefste Stelle. Ne? Bei den kleinen Teichen auf jeden Fall. Mhm. Ja, das hier sind ja Baggerseen, die haben keinen Ablauf. Mhm. Aber bei kleinen Teichen auf jeden Fall die tiefen Stellen suchen. Das ist eine Sache, die ich ganz wichtig finde. Eine häufige Sache, die sehr gut ist bei kleinen Teichen, Sprudler. Sprudler, okay. Ja, da also im Sommer das Wasser, damit mehr Sauerstoff reinkommt, ne? Ganz genau. Aufgewühlt wird. Genau. Oder auch Einlauf, da wo auch dann eben nochmal Wasser reinkommt. Mhm. Generell versuchen sich die Fische nach der Temperatur zu richten und ihre Wohlfühltemperatur zu finden. Das heißt, eben wie wir gerade gesagt haben, so zwischen 8 und 16 Grad ist es ideal. Genau. Habe ich jetzt Stellen, die sehr viel wärmer sind, suchen Sie die kalten Stellen. Mhm. Haben wir andere Stellen, die sehr viel kälter sind, suchen Sie eher die wärmeren Stellen. Mhm. Ganz genau. Ja. Okay, also nochmal kurz zusammengefasst. Im Sommer die Stellen, wo wir halt kaltes Wasser haben, viel sauerstoffreiches Wasser haben. Ja, auf jeden Fall. So, im Winter, wo wir Nahrung haben, wo wir an großen Seen auch Struktur haben, wo auch Wasser reinkommt. Ja. Was noch? Wind. Und Wind zugewandte Stelle. Ja, genau. Dass wir den Wind im Winter oder im Frühling und im Herbst auch im Gesicht haben. Gut. Wenn ich die drei Punkte schon mal berücksichtige, dann habe ich schon mal die richtige Stelle gefunden. Weil das ist ja A und O beim Forellenangeln. Ganz genau. Aber auch, wie weit wir draußen fischen. Genau. Auch das ist eine Sache, das muss man einfach beobachten. Im Augenblick zum Beispiel stehen die Fische ganz weit draußen. Mhm. Wir müssen wirklich weit rauswerfen, 60, 70, 80 Meter an diesem großen Gewässer. Mhm. Bei kleinen spielt das nicht so eine Rolle. Mhm. Und das ist ja auch wieder der Punkt, da kann man nur kurz drauf eingehen. Deswegen lohnt sich halt auch immer, eine Polbrille mitzuhaben. Auf jeden Fall. Ne? Dass man einfach das Gewässer beobachtet. Als Forellenangler generell, das ist ja auch wie beim Fliegenfischen, ist man im Grunde genommen mehr am Beobachten, am Analysieren und dann entsprechend seine Taktik auszuwählen, wie ich dann vorgehe. Ganz Weil genau. Hier sehen wir auch heute schon in der Mitte, rund 50, 60 Meter weit draußen, sehen wir die ganze Zeit leichte Kringel oder Buckel an der Oberfläche. Ganz genau. Und da ist es genauso, wie du sagst. Eigentlich würde man sagen, jetzt Winter sind die tief, aber es ist genau andersrum hier an diesem großen See. Sie sind jetzt hier weit oben. Genau. Und an den kleinen Teichen gehen sie eigentlich eher jetzt runter. Genau. Also wie Michael es schon sagte, 80% der Fische halten sich an 20% der Wasserfläche auf. Manchmal sogar 90 zu 10. Ja, 90% der Fische an 10%. Ganz genau. Wenn ich dann irgendwo ganz weit hinten an der Ecke sitze und hier sind die ganzen Fische, dann habe ich nun mal an dem Tag Pech gehabt, weil ich habe die falsche Stelle erwischt. Ganz genau so ist es. Und deswegen sollte man sich auch informieren, wie ist das morgens, wann macht die Anlage auf? Ja. Ja, weil wer zuerst kommt, malt zuerst. Wer zuerst da ist, der hat dann entsprechend auch die Auswahl der Stelle. Genau. Das ist eigentlich so, sagen wir mal, ein Kerntrick bei Forellenseen. Sei früh genug da. Ja, genau. Es gibt einzelne Anlagen, wo man sich einen Platz vorbestellen kann. Mhm, auch das natürlich auch toll ist, ja. Aber auch da, wer zuerst malt, genau. Erst kommt, malt auch zuerst. Ganz genau, ja.
Und eine Frage auch noch, die immer wieder kommt. In der Regel ist am Forellensee ja so, man hat immer einen Grundbestand an Fischen drin. Ja. Und dann wird ja häufig nach einer Stunde circa oder eineinhalb Stunden oder manchmal wird dann eingesetzt erst. Ja. Manchmal ist es auch schon einen Tag vorher passiert. Ja. So, wie ist es dann? Nach dem Besatz ist es ja auch häufig so, dass die Fische auch erstmal am Rand entlang ziehen, oder? Was ist da dein Tipp? Wie würdest du die ersten zwei Stunden vorgehen? Das wird noch ein Tipp sein, die richtige Uhrzeit. Aber Wir können ja kurz drauf eingehen. Nach dem Einlauf fischst du dann auch weit draußen oder sagst du, nee, da würde ich immer erstmal auf jeden Fall eine noch am Rand liegen lassen? Wie ist deine Erfahrung? Muss man gucken, weil die auch unterschiedlich besetzt werden. Also ich versuche durchaus auch gerade an den kleinen Teichen da dann hinzuwerfen, wo die Fische eingesetzt werden. So, da sind sie im Augenblick und sie sind nicht da hinten. Also werfe ich da auch mal hin. Klar. Keine Frage. Gut, also sagst du hier, was die Distanz angeht, einfach wie gesagt wieder beobachten. Beobachten, also okay, beobachten kann ich wirklich nur sagen. Gut. Okay, ich würde sagen, zu dem ersten Punkt, Stellenwahl, haben wir die wichtigsten Basics verraten. Und die Kernaussage ist wirklich, erst beobachten, dann fischen. Ganz genau. Erst analysieren, dann loslegen. Ja. Nicht nur drauf loswerfen und irgendwo hinsetzen. Ja, ganz genau. Nehmt das mit. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, der hängt nämlich auch mit der Stellenwahl zusammen. Die beste Stelle, wenn die Fische sich hier stapeln, bringt einem nichts, wenn man den zweiten Fehler macht, nämlich in der falschen Tiefe angelt. Das ist für mich fast noch wichtiger. Ja. Ne? Erzähl mal, also was ist der, als Beispiel, heute haben wir das perfekte Beispiel hier. Ja. Wir haben die Fische jetzt hier in der Ecke, ja, relativ weit draußen. Aber wir konnten schon sehen, sie stehen direkt unter der Oberfläche. Ja, genau. Sozusagen 5 bis 10 Zentimeter drunter. Oder auch 30 Zentimeter drunter. Also sie sind auf jeden Fall ziemlich weit oben und buckeln immer wieder, sie springen immer wieder. Mhm. Und das machen sie nicht, wenn sie 6 Meter tief stehen. So. Dann kommen nicht 6 Meter hoch, springen und dann gehen sie wieder runter. Mhm. Völliger Quatsch. Jetzt ist ja der Hauptfehler, den die meisten da machen, intuitiv, so ging es mir früher auch, alles klar. Die meisten haben eine Spirulino-Route parat und die zweite Route ist eine Posenroute. Ja. Da haben die eine Pose, eine Schlepppose, haben einen Wirbel, einen Dreifachwirbel, haben in der Regel 6 bis 8 cm Vorfach. Genau. Und angeln perfekt unter den Fischen. Genau, denken sich, alles klar, ich mache die Pose ganz runter an den Wirbel, ist ja nur 6 cm tief, werf dahin, zack, werf im schlimmsten Falle direkt in den Schwarm rein, was schon mal die Fische hier aufschreckt. Ja, ne? Natürlich. Und das ist ja der Hauptfehler, man ist selbst mit den 60 cm des Vorfachs schon unter den Fischen drunter und sie ganz beißen genau. nicht. Ne? Ganz genau. Ja. Das ganz oft gesehen. Gut, wir haben hier noch eine Route drin, müssen wir an der Stelle sagen, aber es war jetzt kein Biss. Ja. Ganz oft gesehen, ich fische wirklich mit einer Pilotkugelmontage an der Oberfläche. Im Augenblick zum Beispiel 20, 25 cm maximal unter der Oberfläche. Und wenn ich jetzt eine Pose habe, womöglich so ein Ding, bisschen Schnur, bisschen Blei, Wirbel 60 cm, dann bin ich so viel unter den Fischen. Und die Fische machen eines ganz bestimmt nicht. Sie gehen nicht, nur weil der Angler blaue Augen hat, runter, holen sich den Köder und kommen wieder hoch. Das machen sie einfach nicht. Sondern sie wollen das auf ihrer Höhe serviert haben. An den großen Seen ist es nicht ganz so schlimm. Da kann das auch mal um 50 cm variieren. Und wenn die Fische tiefer stehen, auch mal um Meter variieren. An kleinen Seen, an kleinen Teichen, die überhaupt nur 2 Meter tief sind, kommt es manchmal auf 10 cm an. Ja, das ist nämlich der Kernsatz von dir auch gewesen, wo du sagst, hey Hubertus, 20 cm oder 10 cm machen einen Unterschied. Riesenunterschied. Weil wie oft sieht man das an einem Forellensee, man hat 20 Angler da, es gibt 2 Angler, die fangen wie verrückt, ja, und man denkt sich, verdammt, der sitzt neben mir, der zieht einen Fisch nach dem anderen raus, der hat irgendwie schon 15 Fische und man selber fängt kaum was. Es liegt daran, dass der die richtige Tiefe hat. Ganz weil genau. Die Forellen sind ja auch Raubfische und die stellen sich jeden Tag oder teilweise jede Stunde kann sich das ändern, auf jeden Fall. Auf eine andere Tiefe ein, wofür die entsprechend die meisten Nährstoffe sind, die beste Temperatur, die meiste Nahrung. Ja. Ich würde an der Stelle gerne sogar kurz mal für die Situation, die wir hier heute haben, genau die Montage zeigen, wie sie sein sollte, weil das ist ja der Hauptfehler. Ich hol die mal rein kurz, ja, Micha? Ja. So, das ist jetzt hier deine Montage der Wahl für diese Situation. Ganz ne? genau. Gehen wir sie mal ganz kurz durch, weil das sollte auch, das kommt übrigens im nächsten Video, verpasst das auch nicht, also abonniert auf jeden Fall auch diesen Kanal und schaut auch bei Micha auf dem Kanal vorbei, wir verlinken alles, sowie aber auch in der University ist das ja so oder so abgedeckt. Aber in dem nächsten Video haben wir ein Video gemacht, wo wir Michas 4 wichtigsten Montagen und 4 wichtigsten Köder vorstellen. Ja. Da gehört diese auf jeden Fall mit dazu. Ne? Also sollte jeder dabei haben. Ganz ein schwimmender Spiro, richtig? Genau, das ist ein schwimmender Spiro. Hier habe ich jetzt ein Modell gewählt, was ich auf Großentfernung gut sehen kann. Häufig sind die weiß. Dieser schwimmende Spiro wiegt 25 Gramm. Ist ein schweres Ding, damit ich richtig weit rauskomme. Gerade wie hier, in so Riesenseen wichtig. Ne? Genau. Als Schnur vielleicht eine 18er Hauptschnur. Ich habe darunter dann eine Gummiperle bzw. einen Stopper. Und ans Ende der Hauptschnur mache ich einfach eine Schlaufe. Ganz normale Schlaufe. Genau, Schlaufe-in-Schlaufen-Verbindung. Ja. Kein Wirbel. Schaut da auch mal, gibt einfach Schlaufe-in-Schlaufen-Verbindung an.
Genau. Und da gibt es auch mehrere Videos zu, bei uns auf dem Kanal, sowie aber auch bei Micha, sowie aber auch die ganzen Knoten sind bei dir auch im Kurs erklärt. Ne? Ja, genau. Ja. So, dann habe ich ein ungefähr 2 Meter langes Vorfach. Am Ende habe ich ja wieder eine Schlaufe, wie gesagt, Schlaufe in Schlaufe. Und jetzt habe ich hier drauf eine Pilotkugel. Das kann so eine Pilotkugel sein wie diese hier, etwa 12 mm. Oder das kann ein Steckpilot sein, wie man das machen möchte. Unten drunter jetzt mein Haken. Ich habe jetzt hier einen 6er Bienenmadenhaken und habe hier einfach eine Bienenmade drauf. Eine Bienenmade drauf, genau. Und die, wie du die anköderst etc., wie gesagt, da machen wir auch noch das nächste Video zu. Genau. Wen das genau interessiert, ansonsten einfach reinstechen. Ja, da ist jetzt keine große Kunst bei. Genau, genau. Im Zweifelsfall einfach hängen lassen. Ja. Bienenmade ist eigentlich immer eine Bank. Man kann aber auch Wurm, halber Tauwurm, Faulenzerteig, sinkender normaler Forellenteig. Also da gibt es jetzt einfach verschiedene Sachen, die man aber benutzen Bienenmade kann. Bienenmade wäre so die Nummer 1, wenn man sie mit hat. Genau, ja. So, und jetzt kommt ja das Wichtige, nämlich die Tiefe hier. Ne? Die Tiefenverstellung. Und die Fische sind manchmal wirklich so ein Stückchen unter der Oberfläche. Ja, also fingerlang. Ne? Ja, genau. Ja. Und dann muss ich dahin. Ja. Und manchmal sind sie sogar auf der Oberfläche. Dann mache ich einfach nur einen schwimmenden Teig oben drauf und dann holen sie sich das von der Oberfläche. Mhm. Und jetzt kann ich stückchenweise runtergehen. 20 cm, 30 cm, 50 cm, 80 cm. So wie ich möchte, weil ich diese Pilotkugel einfach auf dem Vorfach verschieben kann. Ja. Ganz einfache Sache. Auf jeden Fall kein farbiges Vorfach, am besten Fluorocarbon-Vorfach. Mhm. Sinkt schnell und man sieht es nicht so gut. Und in der Stärke von 0,16, 0,18 mm. Ne? 0,16 habe ich jetzt hier drauf. Wenn man jetzt extrem dicke Fische hat, kann man natürlich 0,20er auch nehmen, aber im Regelfall mit einer weichen Rute und wenn man drillen kann, 0,18er also wunderbar. Ne? Mit dieser Montage hole ich auch 4 Kilo Fische ohne Probleme raus. Die Rute ist eine 4 Meter Rute mit 30 Gramm Wurfgewicht, die eine parabolische Aktion hat. Ich stelle meine Bremse vernünftig ein und wo soll der Fisch hin? Genau. Also wie man die drillt, das sehen wir hoffentlich in diesem Video auch noch, falls wir gleich eine fangen. Aber wie gesagt, der Fokus liegt heute bei uns nicht auf dem Angeln und viele Fische fangen, sondern wir wollen möglichst viel Wissen weitergeben, ganz damit genau. Ihr die Fische beim nächsten Angeln fangt, nicht wir. Genau so. Ne? Ja. Cool. Also das ist, wie gesagt, gehört auch zu meinen Lieblingsmontagen. Die sollte man immer dabei haben, die Pilotkugeln. Ja. Und dann haben wir das erste Thema schon mal erklärt. Wenn ich jetzt, wie gesagt, auch nichts sehe, ist die Taktik so, ich fange flach an, gehe immer tiefer. Immer mal so um 20 cm verstellen. Ne? Lass das Ganze 10 cm. Ja, genau. Einfach probieren. 10, 15 Minuten probieren, abfächern, mal was näher ranziehen. Wenn sich da nichts getan hat, dann wieder tiefer. So lange, bis man sie gefunden hat. Ne? Und, genau. Und wenn man 2 Ruten hat, dann macht man es mit 2 Ruten in unterschiedlichen Höhen. Und wenn man auf einer Tiefe dann immer seine Bisse bekommt, dann stellt man die andere natürlich um. Keine Frage. Und am besten ist natürlich, wenn man zu zweit unterwegs ist, so wie wir heute, dann kann man 4 verschiedene Sachen ausprobieren. Dann kommt man noch schneller zu den Fischen, wo sie dann heute sind. Und eine wichtige Sache fand ich, die hast du eben noch gesagt, vorm Dreh, zu dem Thema Spirulinus. Wir haben ja gesagt, große versus kleine Forellenseen. An großen Forellenseen schön die großen schweren, dass man schön weit rauskommt. Natürlich. An kleinen Forellenseen hast du gesagt, da fischst du bewusst 5 bis 10 Gramm nur, weil es zu laut ist beim Aufplatschen immer. Ja, ne? An den kleinen Forellenseen fische ich überhaupt keine Bombarden, sondern da würde ich eine Posenmontage fischen, die viel unauffälliger ist als sowas. Okay, also und, auch bei der Pilotkugelmontage? Nee, ich benutze dann keine Pilotkugelmontage, sondern zum Beispiel ein Spotter-Signalei mit 8 Gramm oder sowas. Okay, das werden wir hier mal kurz einblenden, weil die, ich sag mal, Einsteiger kennen dieses Spotter-Signalei jetzt nichts. Genau. Oder ich nehme einen Shaker, praktisch eine kleine Pose, die in sich ausgebleit ist, die auf der Hauptschnur sitzt. Okay, und die sich dann einfach hinlegt. Die steht und ich mache vorne, davor und dahinter einfach einen Stopper und kann jetzt damit einfach einstellen, ich kann so ein Stückchen unter der Oberfläche angeln. Das ist meine Lieblingsmontage, wenn ich nicht weit werfen muss. Und dann nehme ich diesen Shaker in 2 Gramm, 4 Gramm oder 6 Gramm, häufig in 2 Gramm, weil ich an den kleinen Seen nur 10 Meter werfen muss und da reichen 2 Gramm aus. Okay. Ich bin ja immer ein Freund von Minimalismus, gerade für die Einsteiger, wenn sie nicht so häufig wie du am Forellensee sind, sondern dass sie ein paar Sachen nur kaufen. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel sagen, alles klar, ich gehe jetzt in den Laden, will das Video umsetzen, dann kauft euch für einen großen See ein paar schwere schwimmende Spiros und für einen kleinen See ein paar leichtere einfach. Genau, kann man machen, genau. Und einen vernünftigen Stopper dazu, also keine Gummistopper, sondern das ist jetzt ein Zylinderstopper aus Kautschuk, der einfach viel besser hält auf der Mono, ne? Viel besser hält und nicht über diesen Knoten rutscht. Und die normalen, die billigen Stopper, Gummistopper, Silikonstopper, die rutschen über den Knoten drüber weg, dann funktioniert diese gesamte Montage nicht. Sondern diese Zylinderstopper sind schon wirklich viel besser haltbar. Das ist auch ein super Tipp, weil da ging es mir früher auch total häufig so. Ja. Ich denke, nach ein paar Mal auswerfen, ist ja so ausgelutscht gewesen, der Stopper. Da ist das immer bis an den Haken rangerutscht. Ganz und ich dachte, das gibt's doch nicht, das nervt total. Muss andauernd den Stopper aufschneiden, Stopper wieder drauf machen. Passiert nicht mit diesen Kautschukstoppern. Super, guter Tipp. Nehme ich mir auch mit. Ganz schnell, dass ihr nochmal seht, wie köderst du die an.
für einen Einsteiger, weil der Eugen hat gerade so interessiert hingeschaut. Und immer wenn der Eugen guckt, dann ist es auch für die meisten Einsteiger spannend. Ja, super. Das ist fürs passive, ruhige Angeln. Genau. Ja, fürs aktive Angeln gibt es wieder andere Techniken. Ja. Gut. Aber wie gesagt, wir können auch gar nicht alles hier in dieses Video reinpacken. Dann würde das mehrere Stunden gehen. Und dafür gibt es ja eben genau den University-Kurs. Ganz also genau, wer wirklich mehr darüber wissen will. Ja. Ja. Cool. Dann schmeißen wir die mal wieder raus. Und ich habe schön 5 Meter dran vorbeigeschmissen. Okay, jetzt sieht er. Okay, so. Da haben wir jetzt gerade auch einen Biss drauf bekommen. Tipp umgesetzt, Tiefe geändert. So, Micha, du bist als erstes dran. Ja, genau. Nimmst Kontakt auf. Genau, ich nehme jetzt erstmal Kontakt auf und mache dann den Anschlag. Super. Und klebt, oder? Und klebt, ja. Schön. Rute ist krumm. Herrlich. Und was sagst du? Ist ein großer Fisch, ein normaler Fisch? Das ist eine normale Portionsforelle. Eine schöne Regenbogenforelle. Ja, genau. Es sind hier ja auch wirklich große Fische drin. Also hier sind in den letzten Wochen auch Fische von 6, 7, 8 Kilo gefangen worden. Also hier kann alles passieren. Hier kann alles passieren, genau. Aber wir haben hier jetzt wirklich nur eine normale Portionsforelle dran. Aber man sieht ja, wir haben jetzt eine Stunde nichts gefangen mit 60 cm. Und jetzt haben wir geändert, ne, um 30 cm tiefer gestellt, flacher gestellt. Flacher genau. Gestellt. Und dann hat es direkt nach 5 Minuten geknallt hier. Ja. So, der Kescher. Der Hund holt den Fisch. Genau, mit Mundlandung. Schön. Petri, Micha. Ja, danke sehr. Da ist er. Ich will mal kurz raus. Und ich meine, immerhin, das sind die Portionsforellen, aber das ist ein Fisch, der auch 38 cm hat oder so, ne? Mhm. Also so klein sind sie nicht. Das ist immerhin ein Fisch von über 30 cm. Mhm. Und die Größe kann man sich nicht immer aussuchen, ne, Michael? Die Größe kann man sich nicht aussuchen, nein. Aber hier sind eben auch einfach wirklich ordentliche Fische. Das ist kein 350 Gramm Fisch. Ja. Und ich finde die auch wunderbar zum Filetieren. Also das ist eine schöne Größe. Mag ich sogar lieber als die dicken Lachsforellen zum Filetieren. Ja, und so ist es, wenn man die eigenen Tipps dann auch umsetzt. Ne? Ja, genau. Schön. Der Fisch ist schon abgeschlagen und weitgerecht getötet, wie sich's gehört. Kommen wir nun zum dritten Fehler. Es wird entweder zu aktiv oder zu passiv geangelt. Richtig? Ja, das ist ganz unterschiedlich, worauf die Fische stehen. Ja. Machen wir mal kurz als Beispiel. Jemand hat zum Beispiel im Herbst gemerkt, auf Schleppen fängt er wunderbar. Ja, er muss die ganze Zeit aktiv angeln. Ja. Und jetzt haben wir Winter und dann glaubt er, das funktioniert genauso. Ja, was einmal funktioniert hat, das muss immer klappen und fischt im Winter total aktiv. Genau. Der würde zum Beispiel in der Regel zu aktiv angeln, ne, weil die Fische im Winter bei zu kühlen Temperaturen eher träge werden, richtig? Ganz genau. Sie sind eher passiv, sind mehr Sammler als Jäger und suchen eigentlich, sie schwimmen zu bestimmten Zeiten immer noch rum und suchen halt ihre Köder. Mhm. Und dann ist zum Beispiel entweder eine auftreibende Montage, gerade in den kleinen Teichen. Mhm. Das heißt, Grund, 30, 40 cm Auftrieb, Powerbait und Naturköder als Beispiel, ne? Genau. Mhm. Oder Marshmallow, was ich sehr gerne mache. Marshmallow, ein bisschen Kadaveröl dran und eine Bienenmade. Mhm. Und Höhe muss man halt wieder ausprobieren, mal 30, mal 15, mal 50, mal 80. Eben schon ausprobieren, von niedrig zu hoch immer weitergehen. Genau. Und da würde ich dann zum Beispiel noch als weiteren Tipp zur Stelle sagen, ich suche Kanten. Mhm. Tiefe Stellen oder Kanten, weil die Fische ganz häufig auch an den Kanten entlang schwimmen. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch an diesem See so, jetzt sind sie ganz weit draußen. Im Winter würde ich eher nur 10 Meter weit rausfischen. Ja. Wenn ich schleppe, was ja durchaus auch im Winter funktionieren kann, dann langsam, langsam, langsam. Ja. Ich wiederhole das so oft, weil die Leute dann immer noch sagen, ich mach doch jetzt langsam. So, aber sie sind eigentlich immer noch zu schnell. Ich würde sagen, dieses langsam, wie das aussieht, zeigen wir gleich mal. Aber zuerst mal dann noch der Fehler. Nehmen wir an, jemand war dann im Winter mit ganz passiven Montagen erfolgreich. Jetzt haben wir auf einmal Frühjahr. Ja. Die Forellen werden aktiv. Wassertemperaturen gehen auf über 10 Grad Wassertemperatur. Und der lässt einfach nur seine Ruten liegen. Ja, der Klassiker ja am Forellensee. Ja. Irgendjemand geht hin, am Vatertag zum Beispiel. Ja. Wasserkugeln raus, bleibt sitzen. Und wundert sich, warum er nur ein oder zwei Fische fängt. Und hingegen der Nachbar, der schön fleißig am Schleppen ist, der fängt 15 oder 20 Fische. Ganz genau. Das wäre dann zu passiv wieder. Ne? Genau. Also einer dieser beiden Fehler wird meistens gemacht. Haben wir am letzten Wochenende gerade erlebt. Ja. Da sind wir in Gescher Hochmoor gewesen. Ich war zusammen mit Sven Busse, das ist unser Spoon-Spezialist. Mhm. Ich hatte eine Rute lang, 2 Tage lang draußen mit einer auftreibenden Montage, was im Winter super fängt. Mhm. Ich habe nicht einen Biss gehabt. Mhm. Und beim, ja, das war wirklich absoluter Wahnsinn. Nicht einen Biss auf eine passive Montage. Aktiv lief super. Ja.
Okay. Also entweder mit Paste schleppen, also mit einer Pose zum Beispiel, ja, funktionierte, oder eben er hat mit Spoons geschleppt, pro Wurf mindestens ein Treffer. Was kann der Zuschauer sich mitnehmen? Im Winter eher passiv probieren, auch hier kann sich das Ganze immer mal ändern, ne? Wie ja, du eben schon sagtest, ja, manchmal geht auch das nicht. Hier ist wieder ausprobieren der Fall. Wenn man aber schleppt, dann langsam im Winter. Ich mache es eigentlich immer so, dass ich zwei Montagen draußen habe. Eine Montage passiv, eine Montage aktiv. Wenn ich auf die aktive Montage nichts fange, sondern nur auf die passive, dann stelle ich halt die aktive auch einfach um. Dann stelle ich die Rute zur Seite und angel auch da passiv, was im Winter ganz häufig vorkommt. Genau. Was im Winter sehr, sehr häufig auch gut funktioniert, ist ganz langsam passiv. Das heißt, ich bewege einen passiven Köder auf treibende Montage alle 10 Sekunden, 15 Sekunden, 20 Sekunden einfach ein kleines Stückchen weiter. Und ich behalte sogar die Rute dabei in der Hand, weil die Bisse, die dann kommen, sind manchmal so, mehr nicht. Also im Sommer, Rutenspitze geht rum, der Fisch nimmt 10 Meter. Und im Winter, meine größten Fische, das war also zum Beispiel ein Fisch von 11 Kilo, 1 Meter und 2 lang, also ein Riesenfisch, der hat so viel Schnur genommen, der hat die Bienenmade genommen, hat sich ein bisschen gedreht und ist stehen geblieben. Und wenn ich da die Rute nicht in der Hand gehabt hätte, dann hätte ich das nicht gesehen, der ist noch dran, der ist noch dran. Und dann habe ich einen Anschlag gesetzt und es saß ganz außen. Hätte ich noch eine halbe Minute gewartet, hätte er den Köder wieder ausgesprungen, hätte gesagt, ja, das war's. Und was jetzt das aktive angeht, wenn du jetzt quasi an einem großen See wie hier bist, würdest du auch im Grunde genommen eine mit, als Beispiel Spirulino oder Spoon, aktiv fischen, die andere wieder dann, in dem Fall, wenn die Fische weit draußen sind, mit einer Weitwurf-Bombard oder Spirulino und einer Pilotkugel als Beispiel. Zum Beispiel, genau. So. Ja. Und jetzt ist es ja so, wir sind ja jetzt auch schon, während wir hier am Drehen sind, eine ganze Weile hier passiv am Fischen, haben natürlich auch einen Fisch gefangen, aber wir sehen immer wieder an der Oberfläche Fische aktiv, man hört sie platschen und daher würde ich sagen, lass uns doch mal beide aktiv fischen und ich fische mal ein bisschen schneller, also was schnelles aktiv fischen heißt, wenn die Fische aktiv sind und du zeigst mal, was wirklich passives, also langsames Schleppen heißt. Langsames Schleppen. Damit wir wirklich mal ein Beispiel haben, wie es geht und wie es nicht. Ich möchte vielleicht nochmal auf die Köder eingehen, man kann natürlich verschiedene Köder benutzen. An so einem großen See wäre für mich typisches Schleppen eben mit der Bombarde. Ich würde also gar keinen normalen Spirulino nehmen, also diese durchsichtigen Spirulinos, weil sie manchmal zu hoch, manchmal zu flach sind, sondern ich würde Bombarden nehmen, die eine Lauftiefenangabe haben und würde mir zum Beispiel kaufen 4 verschiedene Bombarden mit verschiedenen Tiefen, aber nur eine Gewichtsklasse. Das heißt, ich habe eine Rute, die 30 Gramm verkraftet, nehme ich zum Beispiel eine 24 Gramm Bombarde. Eine ganz flach, eine etwas tiefer, eine noch tiefer, eine ganz unten. So, und dann kann ich die gesamte Wassersäule praktisch abschleppen. Und ich kann auch langsam schleppen. Und dann kann man bei den Ködern probieren, Paste. Da kann man Sollte man immer mit dabei haben. Sollte man immer mit dabei haben, 1000 Farben natürlich ausprobieren. Aber ich sag mal ganz kurz auch noch, wenn man nur 4 Farben hat, weiß, schwarz, orange, grün. Ja. Zum Beispiel. Würde ich genauso sagen. 3-4 Farben sollte jeder mit dabei haben. Genau. Ne? Und ich mache sogar noch häufig kleine Plättchen davon, dass ich es zweifarbig habe, dass ich dann die Kombination habe schwarz-gelb oder schwarz-grün oder schwarz-weiß zum Beispiel. Aber das würde jetzt auch wieder zu weit führen, da haben wir wieder extra Videos, schaut euch die University an, schaut euch Michaels Kanal an, auch bei unserem Kanal haben wir auch Videos gemacht, wie man zwei Farben kombiniert, aber das wird zu weit führen. Erstmal 4 Teig. Natürlich Köder, was würdest du damit nehmen? Zum Beispiel Bienenmade. Kann man entweder mit einer Bienenmade schleppen oder mit zwei Bienenmaden schleppen. Und was auch sehr, sehr gut funktioniert mit der Bombarde schleppen, sind ganz leichte Spoons. Und Spoon jetzt nicht 4 Gramm, sondern ich meine leichte Spoons, 0,9 Gramm zum Beispiel, 1,2 Gramm, nicht schwerer. Wirklich was, also 1,6, 1,8, aber nicht über 2 Gramm gehen. Die arbeiten wunderbar halt hinter der Bombarde hinterher und das funktioniert auch wirklich sehr, sehr, sehr gut. Perfekt. Und all die Köder kann man auch, wie gesagt, mit allen Spirulino-Varianten durchführen. Natürlich, selbstverständlich. Dann würde ich doch mal sagen, Michael, dass wir das einfach mal umsetzen. Du fischst mit einem Spoon am Spirulino oder an der Bombarde auf die oberflächennahen stehenden Fische und ich fische mit hier der Bombarde und mach mir Powerbait dran. Das wäre jetzt mein Favorit. Zum Beispiel. Ne? Und dann gucken wir einfach mal, was jetzt besser fängt. Jeder hat, sagen wir mal, 5 Würfe. Probieren wir es mal aus. Ja. Gut. Wir werden jetzt beide aktiv fischen. Und jetzt wollen wir den Unterschied zeigen. Michael fischt mit Teig. Ja. Das ist jetzt dein Kadaverteig, ne, den du entwickelt hast. Genau, das ist der Kadaverteig. Und ich habe jetzt. Winkend oder schwimmend? Das ist schwimmend noch. Ja, genau, okay. So, und das machst du jetzt quasi dran, ganz normal. Genau, wir können ja zeigen, wir haben von der Farbe. Nee, genau, andere Seite, wir sind praktisch sehr ähnlich von der Farbe. Genau, und der hat gerade auch schon gefangen. Eine schöne Tigerforelle, direkt noch ein Biss. Und das Schöne ist jetzt auch, wir zeigen zum einen Michaels Einholgeschwindigkeit für den Winter, super passiv, sodass er sich aber trotzdem noch dreht, das ist wichtig.
Ja. Und ich fische ein wenig schneller, also aktiver. Und auch die Anhiebe sind unterschiedlich. Während hingegen Michael ja, nochmal schnurfrei gibt beim Anbiss. Damit er schlucken kann? Genau, muss ich ja sofort anhauen. Ja. Ich habe gerade nämlich den Fehler gemacht, ich war noch so konditioniert, dass ich beim Spoonfischen auch Schnur gegeben habe. Ja. Und da war er natürlich weg. Genau. Weil das spucken die sofort aus. Genau, die haben Metall im Mund und sagen dann, nee, will ich nicht. Ja. Spucken das aus und das fressen sie ja. Genau, da muss man wirklich drauf achten. Ja. Vielleicht mal eben, um das zu zeigen, wie das gemacht wird. Man schiebt das einfach zwischen die beiden Schichten. Jetzt mache ich ein kleines Dreieck. So, der läuft jetzt schon optimal. Und wenn ich es jetzt ganz schön machen möchte. Damit er bei langsamster Einholgeschwindigkeit immer noch sich schön dreht, ne? Darum geht es ja. Ja, dann mache ich einen Hypnotiseur davon. Wunderschön. Und wichtig ist wirklich, dass er hier ein bisschen rauskommt. Selbst bei ganz, ganz niedriger Geschwindigkeit dreht er schon. Und das sendet natürlich unter Wasser die Druckwellen aus. Das macht die Forellen verrückt. Ne? Ja. Und auch der optische Reiz. Wir sehen die Fische immer noch unter der Oberfläche weit draußen. Das heißt, wir müssen wirklich Gewaltwürfe machen, um weit rauszukommen. Und immer noch mal kurz vorher abbremsen, damit sich das nicht überschlägt. Ne? Ja. Mal Finger in die Spule rein. Zack. Dann lasse ich es nur ganz kurz sinken. Du auch nur, ne, Michael? Ja. Weil wir wollen ja direkt unter der Oberfläche fischen. Und wie gesagt, während ich, wenn ich jetzt das leichteste Zucken spüre, kurbel ich einfach schnell weiter und setze einen leichten Anhieb. Und hingegen Michael, zeig mal auf Michas Rute. Wenn ich den Biss spüre, entweder in der Rutenspitze oder in der Schnur, dann gehe ich sofort mit der Rute hin zur Schnur, damit der Fisch abziehen kann. Öffne dann den Bügel und dann kann der Fisch abziehen. Dann schließe ich wieder meinen Rollenbügel, nehme Kontakt auf und dann mache ich den Anschlag. Michael, was bedeutet für dich im Winter passiv schleppen von der Geschwindigkeit? Nein, also bei mir langsam schleppen. Genau, langsam schleppen. Bei mir Standard schleppen, Frühjahr, Herbst, ist in etwa so. Ich habe im Grunde auch immer nur einen Finger dran. Bei einer klassischen 3.000 bis 4.000er Rollengröße ist so das Tempo hier. Und das ist jetzt so das Langsame auch schon, ne? Ein Tick langsamer nochmal, ja. Okay. Super. So, jetzt sind wir gerade beim Teil des aktiven Angels gewesen. Im ersten Wurf gemacht. Mit einem Spoon am Spirulino bzw. an der Bombarde, der sehr, sehr langsam sinkend ist. Und dann hat es auch schon direkt geknallt. Schöner Fisch. Man sieht hier wieder die Aktion, die der Michael Karlstadt beschrieben hat. Eine super weiche Aktion. Das ist eben das Wichtigste bei den Forellenruten. Dann kann man auch so fein fischen mit so dünnen Schnüren. Und hier ist auch wieder einer der Hauptfehler beim Spoonangeln, warum die meisten dann doch Aussteiger kriegen, wenn die Spannung verlieren. Wenn der Fisch jetzt ganz schnell auf mich zugeschwommen kommt und ich verliere die Spannung, dann geht meistens der Haken raus. Deswegen ist hier immer die Spannung halten extrem wichtig. Ist auch ein besserer Fisch hier. Sieht sogar nach einer Tigerforelle aus oder einer Marmorata. Geil. Herrlich. Schön. Jawohl. Geil. Mega. Eine Tigerforelle, Freunde. Wow. Eine schöne Tigerforelle. Die gibt es hier auch in Bad Leer, in diesem so wunderschönen See hier. Und die hat jetzt aufs Spoon gebissen. Das ist eine Mischung aus Bachforelle und Saibling. Also ein Hybrid. Eine Zuchtform, wie der Michael sagte. Und sieht auf jeden Fall schön aus. Rotfleischig. Und ich habe sie noch nie gegessen. Das ist meine erste Tigerforelle, die ich hier so im Forellensee fange. Micha, du sagst, die ist super, ne? Vom Fleisch her. Ganz toll. Fisch zieht ab. Bügel schließen. Kontakt aufnehmen. Ist wieder in der Pilotmontage. Und klebt, schön. Ja, da ist er. Herrlich. Und wirklich 20 cm unter der Oberfläche. Und der See ist 13 Meter tief. Und wir haben Ende November. Ja. Super. Petri, Micha. Danke sehr. Der vierte und nächste Fehler, der immer wieder gemacht wird, ist die falsche Uhrzeit. Ja? Gerade bei Forellen haben wir Fische, die sich sehr stark, sage ich mal, nach den Uhrzeiten und Wassertemperaturen richten. Ja. Wie macht man es richtig, Michael? Und was macht man falsch? An den großen Seen halte ich das für nicht so wichtig. Mhm. Da beißen eigentlich die Fische wirklich verteilt über den ganzen Tag. Mhm. An kleinen Teichen
Da ist es eher wichtig, morgens früh da zu sein, damit man den richtigen Platz bekommt. Ja. An den kleinen Teichen ist es zum Teil wirklich eklatant wichtig, weil die Fische vormittags und gerade in den frühen Stunden viel besser beißen. Gerade je wärmer es wird, umso wichtiger ist es eigentlich, dass man früh da ist. Mhm. Im Sommer angel ich häufig morgens bis 10 Uhr und um 10 Uhr höre ich auf. Ja, geht Schicht. Mir auch so. Ja, mehr mache ich. Danach fängt man noch ein paar Zufallsfische, aber die sind sehr schwer dann. Ja, 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 ganz genau. Das heißt im Grunde von Sonnenaufgang bis, ja, sagen wir im Sommer 10, 11 Uhr. Danach ist eigentlich Cut, weil es einfach auch zu warm wird. Ja. Im Winter ebenfalls. Im Winter kann es anders aussehen. Da kann es auch sein, dass sie mal den ganzen Tag überbeißen. Gerade Lachsforellen machen das dann auch häufiger, dass sie den ganzen Tag überbeißen. Dann ist Wasser ein bisschen wärmer wird, ne? Ja, weil das Wasser ein bisschen wärmer wird. Und im Winter kann es auch gut sein, dass sie früh morgens die ersten ein, zwei Stunden nicht beißen. Mhm. Dass man trotzdem früh da sein muss, damit man ordentlichen Platz bekommt. Ja, das ist also auch immer wichtig. Und dass die Fische eigentlich erst um 10, 11, 12 Uhr anfangen zu beißen. Mhm. Gerade Lachsforellen. Also gerade wenn es jetzt auch um große Fische geht, da kann es häufig sein, dass sie erst mittags anfangen zu beißen. Ja. Die sind eh deutlich zickiger als die Portionsforellen. Ich würde generell sagen, nur der Köder, der im Wasser ist, fängt auch Fische. Das heißt, wenn man um 10 Uhr abhaut und die Kollegen dann hinterher erzählen, dass sie nachmittags um 3 noch ganz viele Fische gefangen haben, dann beißt man sich natürlich in den Hintern. Das heißt, trotzdem natürlich da bleiben. Im Hochsommer ist es wirklich was anderes. Also im Hochsommer ist es wirklich so, da höre ich um 10 Uhr auf. Gut, also nochmal zusammengefasst, Frühjahr, Sommer und Herbst, die Morgenstunden unbedingt ausnutzen ab Sonnenaufgang. Ja. Im Winter kannst du den ganzen Tag über knallen, gerade dann, wenn das Wasser dann ein bisschen wärmer wird. Ja. Da ist die frühe Uhrzeit nicht ganz ausschlaggebend. Genau. Und an den großen Seen sowieso ist die frühe Uhrzeit nicht so wichtig. Da beißen sie eigentlich den ganzen Tag über. Deswegen haben wir heute auch erst schön um 11.30 Uhr angefangen und werden jetzt gleich bestimmt noch ein paar Fische fangen. Ne? Ich mache hier häufig eine Abendrunde und komme erst so um 16 Uhr zum Beispiel und angel dann noch ein bisschen länger. Und das ist überhaupt kein Problem. Ich fange trotzdem meine Fische. Stimmt. Die Dämmerungsstunden, wenn der Forellensee so lange auf hat, das muss man vorausgesetzt sein, können auch noch mal ganz gut sein im Frühjahr und Herbst. Ne? Ja. Also früh morgens und dann spät abends. Noch mal kurz bevor die Sonne untergeht. Ne? Ja, genau. Ja. Super, so viel zum vierten Fehler bzw. vierten Tipp. Machen wir direkt weiter mit dem vorletzten, dem fünften Fehler, das Beobachten. Es wird nicht beobachtet. Wir haben es eigentlich schon mehrfach gesagt, aber weil es so wichtig ist und weil das eigentlich der Kern ist, für jeden Einsteiger, Fortgeschrittenen und Profi, sagen wir es nochmal. Beobachten und flexibel bleiben. Das muss man, also das gehört für mich zusammen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel mit einer Posenmontage fische, an einem kleinen Teich, und dann plötzlich sehe, die Fische sind aber gar nicht da unten, sondern die sind oben, dann muss ich meine Montage wechseln. Dann muss ich einfach eben eine Oberflächenmontage nehmen mit einem Shaker oder mit einer Pilotkugelmontage oder irgendwas anderes. Dann muss ich einfach wechseln. Ja. Ich muss beobachten, wo sind die Fische? Kann ich sie beobachten, kann ich sehen, wo sie sind? Wenn die Fische an der Oberfläche sind, wenn sie Ringe machen, wenn sie buckeln, wenn sie springen, dann sind sie eben auch im oberen Bereich, dann muss ich da oben auch angeln. Wenn sie das nicht machen, dann brauche ich auch da oben nicht angeln. Ja. Der dritte Aspekt des Beobachtens ist auch, wenn man andere Angler am Wasser hat, was ja häufig am Forellensee der Fall ist, da kann man schon fast sagen, manchmal lohnt sich ein Fernglas zu kaufen, weil ich habe häufig so sehr auch gehabt, der eine fängt da hinten und dann denkt man, okay, der fischt aber 2 Meter tief, weiß ich. Genau. Und was hat der für eine Farbe? Der fischt mit Schwarz als Beispiel. Ich fische die ganze Zeit weiß. Ja, genau. Fischt genauso tief, aber der hat Schwarz und die haben sich auf Schwarz eingestellt. Ganz genau so ist das, ja. Und an der Stelle sei auch noch mal ganz kurz gesagt, wir haben eben darüber gesprochen, häufig schreiben Leute bei uns, bei den Forellenvideos unter die Kommentare, ja, Forellenangeln kann auch jeder, ja, da ist auch 200 Kilo Fisch drin oder was auch immer. Genau. Aber wir sagen immer wieder an der Stelle, ne, wenn man 10 Angler hat, dann hat man auch immer wieder ein, zwei Angler, die fangen wesentlich mehr als die anderen. Die anderen fangen gar nichts oder nur ganz wenige. Ja. Und da sieht man, da machen solche Skills, also solche Fähigkeiten und Wissen den Unterschied, richtig? Ja. Eine wichtige Sache an der Stelle noch, für all diejenigen, die jetzt schon glauben, wow, das Thema ist ja total komplex, ich brauche da irgendwie 7 verschiedene Routen, 7 verschiedene Montagen, um das alles umsetzen zu können. Nee, braucht man nicht. Man braucht im Grunde genommen nur 2 Routen, das klassische Forellen-Equipment. Ja. Gehen wir an einer anderen Stelle drauf ein, verlinkt man hier unter dem Video auch nochmal, was für Routen und Rollen und Schnüre man braucht, aber im Grunde mit 2 Routen kann man alles umsetzen. Ne? Man braucht die entsprechenden Bombarden, die du eben vorgestellt hast. Man braucht seine Haken, man braucht ein paar Posen, man braucht die Teigsorten, man braucht Bienenmaden. Also mit einer kleinen Ausrüstung kann man all das Wissen hier umsetzen. Genau. Und man kann natürlich auch einfach umbauen. Ja. Also wenn ich jetzt eine Posenmontage dran habe,
Dann gibt es eben die faulen Leute, die lassen das dann dran den ganzen Tag und fangen eben keine Fische. Ich schneide es dann wirklich ab und mache eben dann, was ich, eine Oberflächenmontage dran oder eine auftreibende Montage und baue es eben schnell um. Das dauert ein paar Minuten und dann kann ich eben wirklich auch was anderes machen. Ganz genau. Ja. Und manche scheuen sich dann auch davor, weil sie die Knoten nicht so gut können, gerade als Einsteiger, kann ich auch verstehen. Aber genau deswegen haben wir auch die University gemacht, inklusive der App. Und dort könnt ihr dann auch, wenn ihr die University habt, immer nochmal das Handy rausholen. Ah ja, wie ging der Knoten nochmal, wie war die Montage? Und Michael, zeig's dir auch in einer kurzen Skizze, in einem Handout nochmal ganz schnell. Da kannst du alles sofort nachmachen. Also so ein richtiger Taschenguide. Ne? Ja. Ja. Kommen wir zum sechsten Fehler, nämlich zu grobes Material. Ja. Es wird häufig mit beispielsweise, du hast die verrücktesten Sachen schon gesehen, hast gerade gesagt, in Dänemark mit 0,35er. Mit 40er Schnur, ich habe alles, top 1000 Sachen schon gesehen. Viele haben Angst, dass sie den Fisch verlieren und benutzen dann wirklich einfach zu grobes Material. Aber auch bei so einem großen See, wo soll der Fisch hin? Wir angeln nicht im Ebro auf Wels, sondern wir angeln auf Forellen. Und auch wenn ich einen 4-Kilo-Fisch dran habe, ist es einfach so, ich drille den auch locker aus mit einem 16er Vorfach, einer 18er Hauptschnur. Ich muss die Bremse richtig einstellen, ich muss eine Rute haben, die nicht so steif ist. Mhm. Das ist also vielleicht das Erste, ich sehe es ganz häufig, zu harte Ruten. Die benutzen ihre Zanderrute, Spinnrute, 40 Gramm Wurfgewicht, 2,40 Meter. Noch eine geflochtene Schnur drauf, eine dicke. Geflochtene Schnur und dann dünnes Vorfach und dann reißt das dünne Vorfach. Ganz typische Sache. Bremse einstellen, ganz, ganz, ganz wichtig, dass man die Bremse vernünftig einstellt, dass es einfach vernünftig ablaufen kann. Mhm. Als Beispiel. Genau. Ne? Ja. Und zur Rute auch ganz kurz, wir haben es ja eben schon gesehen, ich wippe nur mal mit, man sieht, wie weich die Rute ist. Und das ist jetzt aus dieser Serie die härteste Rute, das ist eine 30 Gramm Rute, also maximal 30 Gramm Wurfgewicht, mit der ich weit werfe. Ich benutze aus der gleichen Serie zum Beispiel eine Rute mit maximal 10 Gramm Wurfgewicht zum Posenfischen zum Beispiel. Aber für einen Einsteiger jetzt erstmal wieder reicht im Grunde genommen eine 360 bis 390 Rute bis 30 Gramm Wurfgewicht, was schon ziemlich hart eigentlich ist, aber die einfach schön weich ist, wie so eine Match oder eine ganz leichte Feeder. Route als Beispiel. Ich habe hier eine Tele-Route, genau. Das funktioniert, funktioniert genauso. Eine zweite Route würde ich mir persönlich zulegen, eine andere Route, eine kürzere Route unter Umständen auch für eine Bodentastermontage, gerade wenn ich die aktiv fische. Mhm. Dann nehme ich dann auch gerne sowas wie einen Winkelpicker letztendlich. Ich nehme die Steel Trout und an den kleinen Gewässern häufig in 2,40 Meter, 2,70 Meter, an diesen großen Gewässern in 3,60 Meter, 3,30 Meter. Okay, aber der Kern ist ja, man kann ja sagen, vor allem bei der Schnur machen die meisten den Fehler, dass sie da 0,25 mm aufwärts fischen. Ja. Gerade im Winter ist das ja tödlich. Im Frühjahr oder im Herbst, wenn die Fische total aktiv sind und auch in den frühen Stunden, wo sie wirklich beißen, da verzeihen die einem solche Fehler. Ganz da fängt man auch seine zwei, drei Glücksfische, die sich irgendwie kamikaze-mäßig selber aufhängen. Genau. Aber wenn es dann eben den Unterschied macht im Winter, wenn man nicht so einfach an die Fische rankommt, ne, da ist es dann 0,18er, 0,20er oder 0,16er Schnur, abhängig davon, ob man jetzt auch Hindernisse hat. Wenn wir jetzt quasi wissen, wir haben jetzt hier ein Hindernis, wir müssen eine dicke Forelle auch von weglenken können, dann würdest du auch eher eine 0,20er fischen, ne? Bis 0,22 für einen Anfänger. Ja, 18er, oder? 20er, genau. Es ist immer auch ein bisschen davon abhängig, wie groß sind die Fische, die da vorkommen. Wenn es nur Portionsforellen sind, reicht mir letztendlich ein 14er Vorfach und eine 16er Hauptschnur. Mhm. Wenn ich große Fische auch drin habe, also sagen wir mal 4 Kilo, 8 Pfund, dann kann man auch mal eine 20er Hauptschnur und eine 18er Vorfach benutzen. Ja. Vor allen Dingen deshalb, weil die Fische scharfe Zähne haben. Genau, also die machen und dann ist irgendwann das Vorfach durch, genau praktisch vor dem Haken. Und deswegen fische ich dann tatsächlich manchmal noch etwas dickere Vorfächer, also 18 oder 20. Aber ich persönlich benutze nie dickere Hauptschnur als 18er. Ja. Und beim Spoonangeln sogar noch dünner, da benutze ich 12er, damit ich diese ultraleichten, ne? Ja, die ultraleichten Köder rausbekommen, und zwar 12er Mono. Das heißt, eine Schnur, die vielleicht 2,8 Kilogramm Tragkraft hat. Ja. Und auch damit bekomme ich 2, 3, 4 Kilo Fische raus. Aufgrund der extrem weichen Rute. Ne? Und dadurch, dass ich die Bremse vernünftig eingestellt habe. Und eins möchte ich an der Stelle auch noch mal sagen, du hast gerade so schön gesagt, gerade wenn man eine dicke Lachsforelle gefangen hat, den Fehler habe ich als kleines Kind gemacht, mit 12, 13 am Forellensee, ich habe danach nicht das Vorfach kontrolliert, ob es aufgeschöbelt war. Ja. Und so habe ich auch schon dicke Fische verloren und minimale, in der 0,18er, aufgeschöbelt schon. Beschädigung. Beim nächsten Fisch ist das komplett abgerissen, deswegen auch immer, wenn es leicht aufgeribbelt ist, direkt neuen Haken, neues Vorfach dran machen. Ich binde meine Vorfächer selber und ich mache dann einfach den Haken ab, kürze mein Vorfach um 10 cm und mache den Haken wieder dran, brauche ich meine Montage gar nicht ändern und so weiter. Wunderbar einfache Sache. Ja. Wie das geht, sieht man auch im Taschenguide, da lernt man dann auch schnell die Haken selber zu binden. Ganz genau. Mhm. Super, also zusammenfassend an der Stelle nochmal, nicht zu grob fischen,
haben wir gerade gesagt, unter 0,20er, nicht zu dicke Haken. Und gerade im Winter macht das den Unterschied. Ja. Also da dann entsprechend mit 5 bis 10 Gramm oder noch leichter fischen. Ich fische dann mit einer Posenmontage mit 3 Gramm. Ja. Und damit ich mit diesen 3 Gramm trotzdem 30, 40 Meter werfen kann, dafür brauche ich einfach auch diese längere Rute und diese dünnere Schnur. Ja. Und plötzlich werfe ich eben mit einer 3 Gramm Pose weiter als die Kollegen mit einer kurzen Rute, mit einer dicken Schnur, mit einem 25 Gramm Spiro. Und ich fische viel, viel unauffälliger. Und wenn ich die Fische dann sehe und werfe da wirklich auch mitten rein, dann verzeihen die einem das, weil es nur 3 Gramm sind. Das ist wirklich leicht. Ja. Das ist so, als ob eine Eichel da reinfällt und nicht ein großer Platsch und dann spritzen wirklich die Fische auseinander. Das sieht man eben auch häufig. Ich möchte eins noch vielleicht sagen, bitte, zu der Fischgröße. Wenn jemand große Fische fangen möchte, das heißt wirklich 2, 3, 4, 5 Kilo Fische, dann muss man einfach an einen entsprechenden See gehen. Die Portionsforellen sind häufig in anderen Seen als die großen Fische. Das ist so die Grundvoraussetzung, dass man sich überhaupt erstmal erkundigt, wie groß sind die Fische in meinem Gewässer und danach vielleicht auch ein bisschen dann das Equipment aussucht. Ich möchte vielleicht auch noch sagen, das sind Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, wenn ich so einem Angelteichbetreiber 25 Euro bezahle für eine Tageskarte, dann werden beispielsweise 2,5 Kilo Fisch eingesetzt. Wenn das Portionsforellen sind, sind das 5 Fische. Wenn das kleine Lachsforellen sind, sind das vielleicht 2 Fische. Wenn das größere Lachsforellen sind, ab 2 Kilo aufwärts, wird vielleicht nur ein Fisch eingesetzt. Und wenn wirklich große Lachsforellen eingesetzt werden, 6 Kilo Fische, 7 Kilo Fische, 8 Kilo Fische, dann wird vielleicht für 3 Angler ein Fisch eingesetzt. Und dann habe ich natürlich vielleicht bei Lachsforellen ein Biss an einem Tag. Und da muss alles stimmen. Und da muss alles stimmen, genau das. So sieht's aus. Aber das fasst das Ganze ja wunderbar zusammen. Wenn man diese 6 Punkte, diese Fehler hier nicht macht, sondern richtig umsetzt, dann sind die Chancen ziemlich gut, auch zu sehen, schwierigen Lachsforellen zu kommen. Ja. Und bevor jetzt die Leute auch wieder in die Kommentare schreiben, Lachsforellen gibt es nicht. Ja, ja. Es sind Regenbogenforellen. Der, ja, ich sag mal, Kosename dafür sind Lachsforellen, weil sie entsprechend größer sind, weil sie durch Beta-Carotin im Futter eine andere Farbe des Fleisches haben. Richtig? Ja, genau. Das ist eine Handelsbezeichnung, eine offizielle Handelsbezeichnung für rotfleischige Fische oder rotfleischige Forellen über einem Kilo. Genau, wir wissen beide, es gibt keine Lachsforellen. Genau, es ist keine Kreuzung zwischen Lachs und Forelle. Ja, muss man hier an der Stelle sagen. Ja. Super. Also, falls ihr noch Fragen habt zu dem Thema Forellenangeln, falls ihr euch dafür noch mehr interessiert, dann schreibt es gerne auch in die Kommentare. Ja. Michael und ich werden die ganzen Kommentare lesen, versuchen so viel wie es geht zu beantworten und können hier an der Stelle auf jeden Fall nur noch mal auf den Kurs von Micha verweisen. Schaut euch den an. Ihr könnt da kostenlos reinschnuppern. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Videos erstmal, die ihr über mehrere Wochen verteilt zugesendet kriegt. Tragt euch da einfach ein. Die ganzen Infos sind wieder, wie gesagt, unterm Video. Und wir werden jetzt noch ein bisschen fischen. Genau. Werden noch ein zweites cooles Video machen. Deswegen abonniert auf jeden Fall unseren Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr nämlich auch das nächste Video von mir und Michael nicht. Lasst dem Video einen Daumen hoch da. Schreibt eure Fragen in die Kommentare. Und dann sind wir an der Stelle auch durch hier. Michael, danke dir für das tolle Video. Und wir sehen uns dann in den nächsten Videos wieder. Macht's gut. Ich wünsche euch auf jeden Fall jede Menge dicke Fische. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.